Das ist jetzt Teil 2 zum Mini-Kompass-Video und warum das hier ein Problem ist. Wenn dir das interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Osmann, schön, dass du dabei bist. Das ist Teil 2 von Mini-Kompass, wenn du den ersten Teil sehen willst, hier oben beim I-Klicken. Nach dem Video gab es viele Kommentare, Zustimmung, Kritik, Fragen. Und das mag ich in dem Video noch einmal klarstellen. Und zwar, es gibt zwei Gründe, warum ich die nicht mag und ich dir sage, kauf sie nicht oder nur vielleicht. Nummer 1, ich bin ja selbst Händler. Das bedeutet, wir kaufen diese Ware ein. Und als wir die früher noch von Sunto oder von Rekta davor bekommen haben, da war die Qualität einfach großartig. Ich habe gewusst, ich kaufe von Rekta oder von Sunto die Teile ein und zusammenkramt ist, wie man so schon sagt in Österreich. Ja? Aber jetzt bekomme ich die nicht mehr. Ich gebe da unten den Link, kannst du direkt bei Sunto kaufen auf Amazon. Dort wird das verkauft, ist gut. Aber ein kleiner Händler wie ich wird nicht beliefert. Ist okay, macht nichts. So, jetzt habe ich mir gedacht, ich hole die aus Asien. Aber jetzt nicht, dass du glaubst, dass ich in Asien bei einem chinesischen Händler das kaufe, sondern bei einem Großhändler in Deutschland. Und die Qualität ist dort so unterschiedlich. Aber nicht, weil der Großhändler böse ist, sondern weil das aus Asien kommt, das Produkt ist gleich. Es schaut genau gleich aus, dieselbe Verpackung, dasselbe Code, alles gleich. Aber einmal funktioniert der Kompass und dann funktioniert er wieder nicht. Es sind Chargen dabei. Die funktionieren einfach nicht. Und wenn ich einen Kompass verkaufe, der nicht funktioniert, der nicht nach Norden und Süden zeigt, da muss ich mich schämen dafür. Deswegen haben wir die aus dem Programm genommen und deswegen habe ich auch das Video gemacht, zu erklären, wenn du dir so etwas kaufst, ich rate ja nicht davon ab, denn die sind ja auch grundsätzlich gut, dann schau bitte wirklich ganz genau und prüfe mit einem anderen Kompass, ob das, was du da jetzt bekommen hast, auch wirklich funktioniert. Weil ich kann dir aus Erfahrung sagen, da ist oft viel dabei, das einfach nicht funktioniert. Das ist Punkt A. Und Punkt B, ein Kompass ist eine großartige Sache und ich mag die und ich finde die großartig. Ich habe unterschiedlichste davon, aber lerne, dich zu orientieren. Jetzt ist es so, in der Nacht ist es vielleicht schwierig, wenn es bedeckt ist. Oder es ist vielleicht auch schwierig, wenn da jetzt komplett bedeckt ist. Aber heute zum Beispiel, genau hinter mir, da oben, da steht jetzt etwas und zwar, das nennt sich die Sonne. Und wenn du das verstanden hast, und wir haben auch Kurse, Live-Kurse und Online-Kurse, gebe ich da auch unten den Link, nämlich gepaart mit dem hier, mit der Uhr, dann bist du einfach immer sicher. Es ist jetzt fast 12 Uhr, ja, es ist jetzt fast 12 Uhr, das ist meine lakoblaue Stunde, gebe ich da auch unten den Link, super Uhr, aber egal. Der Punkt ist jetzt 12 Uhr. Und ob jetzt Sommerzeit oder nicht Sommerzeit, das kannst du alles vergessen, ist vollkommen irrelevant für die grobe Orientierung. Und da steht die Sonne, hier hinter dem Zelt. Ja, da Richtung Zelt sozusagen raus. Ich bin hier am Buschkräftareal auf Aldo Labadé, das ist das Buschkräft Camp 2, gebe ich da auch den Link, dass das alles billige Eigenwerbung ist, ist ja ganz klar. Und da drüben ist die Sonne, das bedeutet hier ist Süden. Und wenn ich weiß, dass dort Süden ist und mir nie ohne Seife waschen gemerkt habe, habe ich die Himmelsrichtungen und kann mich wieder orientieren. Scheiß auf den... Ich brauche den Kompass dann nicht. Den Kompass brauche ich, wenn es vielleicht bedeckt ist und ich die Sache nicht habe, das ist okay. Aber auch dann gibt es Möglichkeiten, und damit meine ich jetzt nicht das Smartphone, ja, mit GPS, ja, sondern ich meine, auch dann gibt es Möglichkeiten, sich zu orientieren. Lerne, dich unabhängig von Gerätschaften zu machen. Ja? Umso unabhängiger du bist, weil du etwas kannst und etwas weißt, umso besser ist das für dich. Denn dann fällt dir auch auf, dass der Kompass schlecht läuft. Geschichte, ein Kunde kauft bei uns so einen Mini-Kompass. Wir haben den immer im Sortiment, ich mache das nicht mehr mit. Hat nicht überprüft, ob Norden und Süden und Osten und Westen dort ist, wo es sein soll. Weil der Kompass einfach das nicht richtig gemacht hat. Und ist dann wandern gegangen und hat einmal zumindest geschrieben und ich mutmaße, dass das auch korrekt ist, ja, und hat sich dann halt nicht mehr auskannt und wollte dann mit seiner Karte arbeiten, die er sich da auch gekauft hat irgendwo, so eine, ja, super Wanderkarte, und wollte, hat das auch hier so an der Uhr gehabt, so wie ich das manchmal gerne herzeige. Und ja, was ist? Es hat alles nicht gepasst und es hat alles nicht gestimmt. Hat sich dann bei mir beschwert. Ich habe ihm dann einen kostenlosen Online-Kurs zur Orientierung mit von und mit René Rossmann geschenkt. Gebe ich da auch unten den Link, ja, damit genau das nicht mehr passiert. Ich kann doch nicht ein Gerät kaufen, von dem ich sozusagen etwas abhängt und es nicht überprüfen.
Jetzt kann man sagen, okay, Reini, aber wenn ich einen Kompass bei dir kaufe, dann muss ich ja eigentlich davon ausgehen, dass du das gemacht hast. Na, ich kann nicht die ganze Kiste, jeden einzelnen rausnehmen, das mache ich nicht, weil es sinnlos ist. Die sind einfach Müll. Kauf dir einen Silver-Kompass, kauf dir, also von der Firma Silver, kauf dir einen von Sunto, kauf dir ein Qualitätsprodukt, das ich dir leider nicht bieten kann, tut mir leid, kauf es dir, ich gebe da unten den Link zu einigen Empfehlungen und zahmkram das. Dann brauchst du nicht überprüfen. Aber wenn es halt etwas ist, was nur 99 Cent kostet, dann ist das das Problem. Mein Lernpunkt und auch der Lernpunkt für den Kunden und alles ist gut. Und daher Nummer 1, verlass dich nicht auf Billigsdorfer Kompass, überprüf den, ob der stimmt. Und Punkt B, lernen, lernen, lernen. Alles, was du kannst, alles, was du da zwischen den beiden Ohren hast, da drinnen, was du kannst, was du weißt, brauchst keinen Kompass. Das war's jetzt. Das ist alles billigste Eigenwerbung, selbstverständlich. Ja. Ich zeige dir natürlich auch mein Messer, das Reini Rossmann Bushcraft Messer. Auch da gibt es übrigens einige Methoden, um mit dem Messer das für Orientierung zu benutzen. Nämlich, wenn das hier jetzt so poliert ist und sich zu drehen und herauszufinden, wo die Sonne ist, wenn es bedeckt ist. Also wenn es dunkel ist, ist klar. Aber ach, das sind alles Details. Schau dir den Kurs an. Check dir den Kurs, gebe dir auch unten den Link. Ich hoffe, du brauchst es nicht, dein Reini Rossmann. Und ciao, ciao.